Alter, das ist jetzt 10 von 10 nervig. Es gibt ein Mini-Bowling-Set für den Schreibtisch. Direkt mal den Actor ausprobieren. Ja, direkt den neuen Charakter. Ich nehme mal den Ninja. Oder wobei, wir brauchen irgendwas, was Bumm macht, ne? Also, ich nehme mal den Mechanic. Ich hab den Standard-Dude, aber der ist halt auch nicht so geil. Ich kann da nichts anderes wählen. Wie viel Money denn? Brauchen wir denn? 100k? 80.000. 80, okay. Bei den einen Tresor kommst du so rein. Ja, du kommst in zwei. In den unteren. Ja, Peter, was nehmen wir denn? Ja, sehr gute Frage. Also. Ich könnte als Gegenstück zu deren Call of Duty-Taktik auch mal Combat Medic nehmen. Ich spiele so häufig Combat mittlerweile. Ich bin wirklich. Weiß nicht, wie man es anders kontern soll. Aber selbst dann ist es super schwer, finde ich. Ja, ich habe jetzt den Firefighter einmal testweise genommen, weil ich habe. Weiß nicht, vielleicht gucken, wie viel Feuer kommt. Der ist auch nicht so schlecht. Machen die anderen übrigens die Anmod? Ja, ne? Ja, hallo, was geht ab, ihr ganz Stündchen? Willkommen zurück zu einer Folge Perfect Heist mit allen. Ich wollte gerade noch zugeben, ich kenne die Map jetzt nicht so gut, aber ich versuche mal alles an Türen zu unhingen, weil ich so finde und irgendwas zu sprengen. Nice. Ich gehe mal direkt in. Nee, gehe ich direkt dahin? Nee, kann ich gar nicht. Jewelry. Ich versuche in den großen Vault direkt zu bekommen. Also, wir können halt auf jeden schnell. Fall versuchen, dann zusammen rumzulaufen, wenn ich Medic bin, weil. Ja, ich finde, zusammen ist halt. Weißt du, wenn du. Also 3, 2, 1. Moin, moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Perfect Heist. Peter und ich gegen die anderen drei Jungs. Ja, ich kann dich dann auch wiederbeleben als Combat Medic. Ja, das ist super nice, aber. Weswegen? Also, wir hatten gerade kurz die Diskussion, ob wir zusammenlaufen sollten. Finde ich halt schwierig, weil das so eine große Map ist und wir keine Ausdauer haben. Damit halt alles vernünftig abzudecken, weißt du? Ich unhinge mal die Tür hier in der Lobby. Schmeiß jetzt mal eine Leiche runter. Feuer. Oh shit. Kann jemand Feuer machen? Ja. Oh, das ist. Also bei mir ist. Also einer. Peter ist natürlich jemand, der gerne mal Insider oder wie das heißt spielt oder Spy oder was auch immer. Wieso geht meine Tür hier nicht auf? Ich bin auf dem Weg in den Sniper Tower. 1 Million Meter. Stimmt, wieso geht die Hallway-Tür denn nicht auf? Von hier oben kann man aber ganz schön viel sehen. Ich brauche einmal kurz Heilung. Ich bin komplett ruhig durchgefallen. Ja. Einfach von ganz oben nach unten. Feuer. Ja, das ist dein Ding, das würde ich sagen. Jo. Hier oben sitzt einer. Die habe ich doch unhinged. Hier oben sitzt einer. Ich hab den aus dem Sniper Tower heraus, hab ich den abgeschossen. Oh, hier unten ist einer. Ich hab das Glas unter seinem Arsch weggeschossen, er ist runtergefallen. Der Doktor ist hier. Und wie sah der andere aus? Der Doktor, den hab ich nur gesehen. Achso. Den anderen hast du auch gesehen, den Nicht-Doktor, wer ist das? Ja, alarm die Dinger nicht an. Guck mal, hier ist. Okay, diese Map ist unfassbar riesig. Holy fuck. Ja, genau, dann zusammenlaufen ist halt. Halte ich für schwer. Hey, ich werde auf dem Dach abgeschossen. Ne, ich weiß gar nicht, von wo ich abgeschossen wurde, aber ich bin auf jeden Fall runtergefallen. Du kannst dich heilen? Ja, mache ich, ja. Ich habe ja die X. Das ist doof. Ja, verstehe auch nicht, die Tür, die ich anhinscht habe Richtung Hallway, die ist nicht aufgegangen wie an dem Feueralarm und der ist so weit durch gewesen, dass die eigentlich aufgehen sollten. Ich habe mal eine Kamera weggemacht für die. Aber wir haben jetzt einen Medium Robber. Na, ich kann halt auch an NPCs einen Hardmonitor machen, der dann piept, wenn der stirbt. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich da taktisch vernünftig einsetzen kann. Weil welche da müsste ich ja pinnen. Was? Das warst du. Keiner. Ne? Nein. Die Tür war ich. Nice. Feuerwehrmann oben bei den Arcades. Kommt runter. Jo, der hat den Bot Medium einfach weggemacht. Deeper? War ich nicht. Okay, ich hab einen. Ach, Robber. Na wieder Bot. Ich kann dich auch heilen, ne? Oh, hier ist Geld. Ich glaube, ich krieg gleich 9. Oh oh. An mir ist gerade einer vorbeigelaufen. Ich bin jetzt am Haupttresor. Hier läuft einer. Ich bin immer noch nicht da, wo ich hin muss. Genau hier? Was ist denn genau hier? Sicht? Ach, oben. Puh, alles gut. Haben wir eine Kamera weggemacht? Du kannst mich auch heilen. Was kann der Combat Medic? Ich habe den noch nie gespielt. Der kann Leute nah dran heilen und der kann, wenn ich neben deiner Leiche stehe, dich wiederbeleben. Okay.
Ich denke gar nicht so schlecht. Er liegt jetzt. Achso, oh mein Gott. Das hier ist, überall wird hier geschossen. Das sind Toilets, okay. Oh, hier ist sogar direkt eine Tür für nach draußen. Ich bin mal, ich zum mal Vault zu dir gesprungen. Zu kommen. Der ist immer noch hier oben. Kann die irgendwo Feuer anmachen? Gerade nicht. Gerade nicht. Der steht genau vor mir. Aber ich könnte den Garten sprengen. Ich spreng gleich mal den Hauptvault. Vault auf. Vault. Ja, mach mal. Aber ich muss jetzt noch warten, bis die ganzen Unschuldigen hier weggehen. Wieso? Scheiß auf Unschuldige. Ja, die brauche ich, damit ich nicht direkt auffalle. Okay, ist offen. Ja, der Garden Vault ist auch offen. Ich spiele hier gerade den Toten. Richtig. Und lieg hier. Der Feuerwehrmann ist hier bei mir. Also hier, läuft jetzt hier draußen rum. Was ist das denn? Überhaupt nicht zuordnen. Das war echt mit dem Fenster? Ist eine Leiter, die sehr, sehr cool ist. Oh. Oh. Lol. Hallo Peter, guck mal nach draußen. Ja, lol, hallo. Hier ist eine Leiter, kannst von außen hochklettern. Von innen, außen hochklettern irgendwie, so eine Mischung. Okay. Okay, die haben unten den Dingens aufgemacht. Eskaliert ruhig. Da haben die den Vault geöffnet mit Explosions. Ich hol mal eben den Hauptvault ganz schnell. Der ist jetzt raus in den Garden Vault, der Feuerwehrmann. Den anderen sehe ich nicht. Vielleicht haben sie nicht mitbekommen, dass ich oben aufgemacht habe, weil wir gleichzeitig gemacht haben. Das war ja insane. Ja, ich weiß. Leute, das war insane. Ich habe 65.000. Okay, das ist nice. Ich mach dir noch ein Feuer ganz oben. Ich sehe aber den Feuerwehrmann nicht mehr. Oder? Ich werf das Geld raus. Müsste einer mal. Ach, der ist noch hier unten. Der ist noch hier unten. Wir haben auch diese Türen offen gekloppt. Weiß nicht, dieser Charakter, der die Türen öffnet. Also, dass die dann halt. Weiß ich nicht. Kaputt gehen. Man sie nicht wieder auf und zu machen kann. Ja, ja. Weiß nicht, was das. Du bist da oben. Also schon schießen. Oh, hier ist Heilung wieder. Oh, Heilung. Ich versuche irgendwie einen Spot zu bekommen, wo man wenigstens ein bisschen was sieht, aber. Wo ist das Feuer? Es ist ganz oben, ich gehe hin. Am Rennen gehört. Scheiße, jetzt hat er mich gekillt. Ganz oben, aber dann spawne ich jetzt unten und hol das Geld, ja? Ja. Geil, wir haben den Hauptvault leer gemacht, ohne dass die das mitbekommen haben. Oh, nice. Und das Jay ist. Das ist ja insane. Warte mit Dr. Jai. Jay ist gefeuert? Warum? Oh, ich hab noch die Maske auf. So, die 66.000 habe ich gleich. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Okay. Lol, Bram ist gerannt. Hä? Ja, der hat sich wahrscheinlich sicher gefühlt. Lol. Was? Holy shit! Ich wurde gefickt. Nein, ich kann dich natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Guck dir mal, der ist da rausgelaufen. Und dann denkt ich mir halt so, okay, schieße ich halt auf den, logischerweise. Bei dem kleinen Vault. Ich mach nochmal Stress beim Garden Vault. Ah ja, okay, sehr gut. Ja, so ein kleines bisschen, ne? Dann gehe ich in den Keller und hol aus dem Keller noch den Rest, den wir brauchen. Beim Keller ist eigentlich nicht auch so Shit rum. Ich wird komplett hops genommen. Das ist ja bitter. Ja, da kann das ich dich nicht zurückholen jetzt. Natürlich. Naja, also tut mir leid. Also da, also als ob ich da nicht dann schieße. Come on. Ja, okay, ja. Ich versuche Kameras für dich zu holen. Feuer ist draußen am Außen der Vault. Oder, nee, ist jetzt weg. Hä? War das eine Explosion? War das eine Feuergranate oder sowas? Warte mal, hier gab's doch. Ah, nee, hier gibt's doch drei Vaults. Hier ist ja noch einer. Ja, der ist immer offen. Ja, zack, davon habe ich mal die Tür kaputt gemacht. Dann kriegen die das ja nicht mit, wenn er explodiert. Welcher Junge muss denn der machen? So. Geld ist abgeliefert. Nice, Bram. Ich habe noch 18k unten. Was sind die? Achso, ich dachte, die hast du schon rausgeschmissen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt in der Vault. Ach, hier gibt's auch. Nö. Ja. Fight ist noch gegen 3. Achso. Hab ich leider nur versagt. Gegen 3, also gegen alle. Ha! Ja. Ja, das ist ja doof jetzt gelaufen, ey.
Das ist wirklich super unlucky, ey. Das wusste ich gar nicht, dass die das auch einfach dann sich denken. Ach komm, dann renne ich da mal schnell raus. Wo muss ich denn Stress raus machen? Sewer Manhole, warte mal, wo bin ich hier? Scheiße. In der Garage, Bram, ich komm dir entgegen. Das reicht ja, ne? 18.000 mal, wo waren 14? Da liegen noch 28. Sollst du die draußen, ne? Christian? Ja. Ich hab die gerade mal fallen lassen, weil ich mir unsicher war, ob hier jemand ist. Ja, dann geh ich die doch einfach holen. Jetzt mal richtig, ey, ich stehe daneben, alles gut. Achso, hier ist keiner. Ich nehme die wieder mit. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass da jemand passiert ist. Ich will irgendeine Scheiße bauen. Ich habe gar keinen. Ich sehe halt leider auch gar nichts. Ich versuche noch den Sounds zu folgen, aber ich finde die hier super schwierig zuzuordnen, in welcher Etage die sind. Nur Köln, 66k haben sie schon, die Schweine. Ja. Hier ist auch eine Kamera. Der guckt gerade die Kamera. Scheiße, kann sein, dass er mich gesehen hat. Ich lenke mal ein bisschen ab. Oh shit, ich habe ganz schön viele Unschuldige getötet. Aber ich habe ihn so lange abgelenkt, dass er reichen kann. Das reicht ja doppelt. Mal hier. Unten Vault draußen. Ja, habe ich gesehen. Verpiss dich! Das ist ein Witz. Okay. Ich glaube, der ist rausgerannt. Das ist einer, der hatte besser gekleidet. Whatever. Habe ich versaut. Ja, nee, das war aber auch übel. Ich habe dich nur abgelenkt, Wurst. Peter, mit Christian weiterlaufen kann mit dem Geld. Ja, deswegen ich weiß. Deswegen habe ich mich vor dir auf den Boden geschmissen als Toaster. Damit du dann so, ich bin einfach vor dem Tod umgefallen, obwohl er nicht auf mich geschossen hat. Ja, der Typ, der in dem Dingens stand, der hat mich leider vor allen Dingen aufgehalten. Da kam ich dann nicht mehr hinterher. Habt ihr mitbekommen, dass wir den Hauptvault leer gemacht haben? Nee, gar nicht. No. Das war richtig gut, ey. Weil beide Vaults gleichzeitig gemacht wurden, war das, glaube ich, schwierig mitzubekommen. Okay. Nichts mitbekommen. Außer, dass ich gefickt wurde. Was hat dich denn gefickt? Warum wurdest du befeuert? Die Tür ging auf, ich hab Feuer gemacht, die Tür ging auf und dann kam, ist einer von den Mitarbeitern, ist dann durch die Exit-Tür nach draußen aufs Dach gelaufen und ich denk mir so, ja, alles klar, das ist doch easy ein. Also in der Hauptlobby am Anfang war ein NPC, der hat sich 5 oder 6 Mal im Kreis gedreht, da hab ich auch gedacht, der soll dich erschießen. Wen hab ich denn vom Dach geschossen? Mich. Naja. Gut, tschüss. Jo, bis gleich. Da mach ich gar nichts. Das ist halt FBI, ich bin Sheriff jetzt. Wir brauchen Deputies, glaube ich. Sonst wird das hier nichts. Wir brauchen Hilfe. Hilfe vom Bots. Aber ich sag mal, Money Printer. Wollen wir Money Printer Gang machen? Ja, okay, von mir aus. Fat Chairman. Ja. Welcher ist das? Ganz rechts. Ah, da. Fast. Also, wir müssen die Printer überall verteilt platzieren. Can report dead cops to spawn in another backup cop. Habe ich auch noch nie hundertprozentig verstanden. Probier den mal ruhig. Ja, aber gerade wenn du AI holst, die sterben, kann ich dadurch ja einen neuen holen, oder? Oh, das wäre natürlich nice. Das wäre natürlich eine insane Synergie. Ja, denke ich mir halt auch. Aber der ist unterscheidbar von den Angestellten, oder ist das nicht der einzige mit einer roten Krawatte, haben die anderen nicht eine? Ich glaube nicht. Lila? Ja, okay. Sehen wir ja gleich. Und dann müssen wir halt überall einfach welche platzieren, ne? Lol. Genau. Der hat die Fähigkeit, dass nach 10.000 die Leute revived werden? Ja. Wenn beide einen Chairman haben, startet ein Special Event? Das wäre so witzig, wenn die einen hätten. Ja, dann gibt's einen VIP. Mexican Standoff. Was ist das denn für ein geiler Seitenangang? Ich kann über eine Leiter nach oben. Ja, du kannst über die Feuerwehr und dann über die Leiter und nee, ganz oben bin ich nicht aufs Dach gekommen. Wie awesome ist das denn? Direkt bei mir einer. Welche Klasse? Die Frau mit New York in Weiß. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, die Reiterin ist das, ne? Ich printe mal direkt hier was. Das ist ja jetzt ganz schlecht. Lol. Oh lol, ich war ja schon Chairman. Alles klar. Einer ist auf dem Dach. Kann ich aber irgendwie nicht richtig drauf rausschießen, ungefähr da. An mir ist einer vorbeigelaufen, ich bin an ihm vorbeigerannt und oh mein Gott. Oh nein. Gott, einer hat auf mich schon mal geschossen gehabt, ey. Ich printe schon mal hart. Ja, ich fang auch mal an, hier auf dem Balkon. Irgendwas druckt hier.
Weißt du das? Ja, aber irgendwas druckt hier wieder. Irgendeiner hat hier irgendwelche Druckerscheiße. Irgendwer spielt hier mit Druckerrotze. Also bei Drucker. Irgendwer druckt Geld. Nervt mich. Lalalala. Ja, bei mir oben. Na, der. Was tötet er denn hier? Den Printer. Ja, oder? Er holt meinen Printer auch. Scheiße, macht ja die alle kaputt, die Sau. 2000 habe ich geprintet. Immerhin. Ja, hier die Frau oben, das ist bestimmt Argus Augen Jonathan. 160% Sehkraft. Oh, ich hab hier bei mir. Richtig. Ja, die ganze Zeit hier rum. Ah, ja. Hier bei mir ist einer, hinten. Der läuft die ganze Zeit hier. Wird Geld mal bewegt, damit er sich denkt, was ist denn da passiert. Da läuft schon wieder einer so schief, ey. Aber Strifen tut er ja nicht mehr, ne? Pieper war ich. Bisher haben wir noch keine Cops von dir, oder? Na, aber keinen gesehen. Wir haben nur bislang auf Drucker geschossen. Ich habe mal einen neuen Printer gestellt. Aber wir kommen gar nicht in die Offices, in die Vaults rein, ne? Deswegen, hier ist der andere. Sprenger haben, okay. Dann gehe ich mal nach unten in den Vault, der eh offen ist. Die Zeit ist bei mir wieder fertig für einen Printer stellen. Ja, place it. Ja, nur damit man dann, weil die Abklingzeit ist halt echt hoch. Ja. Ich glaube, der hat meinen Printer auch kaputt gemacht. Okay, ich mach mal den unteren Vault leer. Wo liegt hier überall Geld? Viel ist ja nicht drin, ne? Ah, hier darf ich den Printer nicht stellen. Wo ist eigentlich der Hauptvault da? Ich gehe mal zum Hauptvault. Wie komme ich aufs Dach? Oh, ich hab weißt du, einen Drucker gefunden. Kommt? Der schießt weg, das Ding. Wie komme ich nochmal aufs Dach? Ist ein bisschen Dach. Complicated, ein bisschen nervig. Ja. Aber es gibt hier Treppen. Hier ist zum Beispiel eine Treppe weiter hoch. Kann einer mich rauslassen? Scheiße, ich bin eigentlich. Wo bist du denn? Unten im Vault. Was? Lass ich dich denn da raus? Ach, mit der ja, Tür wegen dem Knopf. Hier, ja, du musst den Knopf drücken, damit ich wieder raus kann. Bin gleich da. Ich bin gerade vom Dach gefallen. Und vor Jay. Nee, der Knopf fordert nicht. Ist wieder irgendwo ein Drucker. Die drucken hier die ganze Zeit nur sich Kohle. Ich weiß gar nicht, wie ich zu dem unteren Vault komme. Na, aufs Dach. LOL. Ich hab Bram gefunden. Der ist vor mir auf dem Dach gedroppt. Was war das denn? Ja. Ja. Hast Gold? Du das? Ja, ich bin unten. Okay, danke. Oh, die haben jetzt einen Bot. Wie ist der da hochgekommen? Im Enterseil? Ach ja. Oh. Das war ich. Also, der läuft einfach schon mit 32.000 rum. Ja, der hat den unteren Volt leer gemacht. Raus hier. Oh, der Bot rennt draußen rum, Christian. Ja, ich. Jo, pass auf, dann mach ich folgendes, dann kill ich den. Bei mir ist einer. Bei mir oben ist einer am Balkon. Alter, es gibt einen unfassbar großen Underground. What the fuck? Da holen die, und da holen die unser Geld, sich das Geld her, oder was? Ich weiß immer noch, ja, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, wie man zu dem unteren Vault kommt. Ich such die ganze Zeit den Eingang. Ja, oh, aber ich kill kurz den Bot. Ignoriere das. Und ist dann nämlich weg. Ich suche gerade den Money Printer. Alter, hier geht richtig ab. Kamera kaputt gemacht. Ram hat den Bot gekillt, nice. Was ist das Teil? Okay. Geht ab. Da bin ich mal gespannt, ob du jetzt easy da Backup holen kannst. Backup. Da ist jetzt ein Mate da. Na ja, guck mal. Das ist natürlich nice.
So. Dann schnappe ich mir auch die 32.000 und versuche die vorne abzugeben. Was? Wie, I need backup? Weiß ich nicht. Belastend. Wo gibt's denn noch so Geld versteckt? Das wäre ganz nice. Unten ist ein bisschen Geld versteckt. Wir brauchen halt 100k, ne? Das ist halt schon mies. So, wo ist denn der Fickbot schon wieder? Schon wieder ein Drucker. Wie sind die da reingekommen? Hier ist eine Vault zu. Die Vault ist leer. Ah. Was? Wo kommen die? Wo holen die da? Hä, wie kann die Tür einfach offen sein? Hä? Ist hier gerade irgendein Scheiße. Er hat hier gerade eine Kamera kaputt geschossen. Ich höre ja auch wieder einen Drucker. Ja, ich hab Glas kaputt gemacht. Mal ein paar Camps hier noch gekillt. Die haben einen Printer von mir weggemacht. Ja, die haben ganz viele Printer weggemacht. Der läuft jetzt in Hallway. Hier unten ist einer. Hat das Geld gefunden, ist genau bei mir. Der auf dem Dach welche versteckt? Leute, der hat den Botcop Easy hat den falschen erschossen. Da kommt jetzt noch einer in die Hallway. Das müsste dann Peter sein. Alter, diese Drucker verwirren mich so immens. Hä? Wir hatten der Botcop Easy das hingekriegt, Alter. Lol. Stimmt. Was macht der? Ja, da funktioniert dann mein Backup. Oh, hier ist Money. Oh, ich wurde angeschossen. In der Lobby ist irgendwo ein Bösewicht, der mich angeschossen hat. Ist es genau bei mir? Genau, oh mein Gott, dir. Der ist oben bei mir. Bei mir ist der andere. Oh mein Gott, bei mir oben ist er. Ich hab den versucht abzulenken, indem ich auf den geschossen habe. Ja, ja. Bei mir ist jemand gewesen. Der hat jetzt aber aus Hass, der kommt jetzt zu dir. Ja, soll er ja auch. Hier ist jemand hier oben. Der läuft halt hier die ganze Zeit rum im Kreis. Aber so können wir die Juwelen nicht mitnehmen. Jetzt kannst du ihn mitnehmen. Jetzt können wir ihn mitnehmen. Nice. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Drucker, ne? Die holen sich aber die ganze Kohle nur. Ja, ich wurde gekillt, Lobby. Scheiße. Ich bin halt nicht in der Lobby, ne? Einer war noch ganz oben. Ja, der wird jetzt runterkommen. Ja, das ist ja so ein kleines Feuerchen, nie etwas, was einem wehtut, ne? Na, der ist wieder hier. Ja. Ich hab die Juwelen leer gemacht und in das Geld gesteckt, was hier eh schon lag. Scheiße, diesmal hat er mich gekillt, aber da kann ich mir viel AP haben, ganz unten in der Lobby. Der ist hier unten in der Lobby, da. Der hat das Feuer gerade ausgemacht. Kacke, bei mir ist noch einer. Einer noch oben. Feuer. Weiß nicht, wo Ram wollte mich wieder abschießen in der Lobby. Feuer ist auch in der Lobby. Ich komme nach unten. Wenn leider ich den Weg finde. Ja, da ist noch einer. Da habe ich aber leider nicht hundertprozentig getroffen und bin eingeknackt worden. Ist runtergelaufen. Soll was? Aber Peter wurde. Der hat den falschen erwischt. Alles klar. Schon mal Abfahrt. Gut. So, Sepp, kannst du mir die Sachen gerne runterschmeißen, wenn du möchtest. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Naja, hier. Genau da. Unter also dir liegen 10.000. Kannst du jetzt hier die Kante runterschmeißen? Bitteschön. Danke. Hast du noch mehr? Nee, wann nicht. Oh, dann nehme ich die erstmal, ist ja kein Problem. Alles Lobby. Durch Jewelry musst du gehen. Oder ja. So. Hallo. Wo ist dieser scheiß Hurendrucker? Da liege ich am Boden. Ist da aus? Wie komme ich denn rein ohne... Ich brauche einen Feueralarm, ne? Sonst komme ich hier nicht wieder rein. Ja, ich gehe jetzt wieder in die Hauptlobby. Da ist auch der andere. Ich habe den anderen gerade hier gesehen. Der ist die Treppe hochgegangen. Ich mache jetzt ein Feuer. Den mach ich nicht, weil der ist genau ja, hier. Stimmt, da dürfen wir die ganze Zeit Money printen, weil wird ja auch immer mehr. Scheiße, er hat mich gefunden! Ah, warum ist denn dahinter der falsche. Ah, das falsche Ding. Aber wenn die Geld drucken, dann müssen die halt auch immer mehr Geld farmen. Ich weiß gar nicht, ob das so smart ist. Das ist doch eigentlich eine. Nein. Was sagen! Ja, nice gesehen!
So, das heißt aber, wenn ich mir jetzt gerade angucke, wo liegen denn die 26? Da sind noch. Das sind ja nicht nur die 26, sind ja vorne auch noch 18, 2, 20. Ja, aber 26 wäre schon nice. Genau, Lobbyist Jay. Er kommt jetzt da zu dir. Der läuft in deine Richtung. Ja, hab ich gemerkt. Jetzt töte ihn mit der richtigen Waffe. Ach, Bram. Ich wusste nicht, dass da noch einer kommt. Botcop easy kämpft. Mhm. Wurde getasert. Der ist direkt neben Bot. Oh, der hat Bram so heiß. Botcop easy. Botcop easy. Let's go. Legende. So, dann haben wir noch nur Chris. Ah, das schaffen wir. Aber draußen okay. Auf dem Balkon, die 22, auf jeden Fall kann man mitnehmen, oben. Der ist noch 14, 18, 22. Oh, der printet ja hier wie blöde. Ja, und dann halt hinten die 22. Oh Gott, der ist gerade... Das ist falsch. Ah, kein Problem. Hä? Ist gerade einen kaputtgeschlagen. Scheiße, er ist hier irgendwo. Ja, diese Drucker hier überall, ne? Was war das? Warst du das? Ja, ne? Ja. Weil Botcop Easy ist voll gebuggt. Der buggt komplett in der Ecke einfach, der Botcop Easy, ey. Das voll, kann nicht danke, wahr sein. Danke, Botcop Easy. Ja, ohne Scheiße. Er ist einfach in der Ecke. Ja, genau, okay, da. Mit, also du könntest die 14 mitnehmen. Ja, und ich wollte nur gucken, dass nicht hier einer steht, der hinten mich ist sieht. Noch 10, sonst gehen noch die 10 hinten holen. Du brauchst auf jeden Fall viel Geld hinten. Da hinten ist noch 10. Ja, 12. Und da muss in einem durchlaufen. Jetzt, genau, in leider. Einem 12, dann zu den 20 und zu den 10. War gar kein Problem. Ja, du brauchst halt irgendwie 50, ne? Das ist halt schwierig. Wir haben vielleicht zu viele Printer aufgestellt. Warte mal, ist das die... Der ist in der First Floor. Läuft gerade durch die Tür Arcade Room. Durch die Tür, ja, ist abgebogen links von First Floor. Ich weiß aber nicht, wo er dann hin ist. Der hatte Geld auf dem Rücken. Da, wo du jetzt bist, ist der hergelaufen irgendwo. Mit Geld auf dem Rücken. Fuck. Ist er dein? Ist er dein? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja, wir haben auch zu wenig Juwelen und so. Rechts die 2 auch mitnehmen. Ich hätte die noch. Jetzt rechts die 14, genau. Wenn der Bot kommt, mich sieht, bin ich am Sack. Der schießt das ist richtig. Auf mich. 2000, ja. Da sind's. Das reicht halt noch nicht. Doch, jetzt mit den 28? Ne, scheiße, reicht das nicht. Wie viel habe ich denn? 56? Oh nein. Das sind dann plus 125. 7 fehlen dann noch und jede Sekunde wird's mehr. Unten die 10. Overtime 45 Sekunden nur noch. Overtime jetzt. Muss hier irgendwo sein. Warte mal, so, ich habe Geld fliegen sehen bei Big Office. Ich weiß nicht, wo das ist, Peter. Ja, ich auch nicht. Da steht halt Big Office. Ich habe keine Ahnung, Alter. Da habe ich gerade kurz Geld fliegen sehen. Das war auf jeden Fall über dir. Also schräg aber irgendwo. Du warst nicht direkt da drunter. Muss ja jetzt irgendwo kommen. Türen ging auf. Scheiße, ich bin bestimmt einfach auf der falschen Seite. 2 habe ich noch. Das reicht nicht. Da hinten sind nochmal 2. Unten sind 10. Unten 12. Sind 10. Oh. Hinter dir. Geh unten in die Halle rein. Da unten. Nicht so super viel rennen. Ja, und dann vorne raus oder so. Von nee, da links, aus. links, durch den Notknopf. Genau, und jetzt aber geradeaus durch. Boah, Alter. Alter, wenn das was klappt, Christian Stachelhaus, ne? Das wäre insane. Oh, zeitlich ist alles okay. Jetzt print nicht noch mehr Geld. Gott. Abhauen. Es klappt! Alter, boah, war der knapp. Alter, die Money Printer Armee. Alter. Was? Das ist oh, ja. Alter, da war Tour de Mirage, was der gerade gemacht hat. Alter, das war krass. Das war gut. Ja, Peter sagte, der ist im Arcade Room, der ist im Big Boss Room. Ich so, ja. Nee, da war er nie. Keine Ahnung wo. Irgendwo. Boah, das war mega knapp. Das war so close.
Ja, aber wie hat denn Botcop Easy it geschafft, gefeuert zu werden? Ja, das dann haben wir uns auch gefragt. Was ein scheiß Botcop, ey. Das war gut. Oh, okay, machen wir noch eine, wa? Yes. Yo. Ja, die Synergie hat jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert, weil... Ja, weil wir keine Kills gekriegt haben einfach auch. Ja, beziehungsweise die uns nicht, also die haben mich gekillt dann, was dann natürlich auch nichts bringt. Dann kann ich mich nicht selber wiederbeleben. Ich finde den Sergeant trotzdem relativ stark als Combat-Klasse. Wenn du das, also es ist jetzt Support-Klasse offiziell, aber ich finde, das ist schon nah an Combat. Weil du halt so viele Leute kriegst und die spielen immer gerne mit Bots. Sind dann immer relativ stark. Du meinst den Backup? Den Sheriff. Den Sheriff, den du spielst, weil du hast Sergeant gesagt, den gibt's auch. Habe ich Sergeant gesagt, dann war ich verwehrt. Okay, aber diesmal. Also ohne Volts und ist schon schwierig. Lass mal. Also, ich nehme mal einen Tech. Kann man beim Viro, es gibt genug PCs mit Drohnen, kann man auch gut was rauslooten. Ja, stimmt. Dann nehme ich mal den. Nee, wir können nicht gut aufs Dach, ne? Warum nicht? Ich hoffe mal, dass die mehr von uns killen. Also ich probiere es nochmal mit dem Backup. Ja, wir haben es aber auch jetzt zweimal geschafft, uns gegenseitig zu killen, ne? Also aus dem Spiel zu nehmen in zwei Runden. Ja, das war aber auch wieder so eine asoziale Situation, wo der auf mich schießt und ich zurückschieße und sich genau in der Sekunde einer davor stellt. Also willkommen im Perfect Heist. Ja, ja. Stark. Gut, dass der eine dem anderen die ganze Zeit das Falsche angeht. Gut, dass ihr noch die 12.000 gesehen habt. Dings. Ninja dann? Ja, Ninja ist auch nicht so schlecht. Ja, dann probiere ich mich mit dem Ninja. Kannst dich schön in so einen Vault reinstellen und dann einfach Kiste sein. Ich glaube, da drin ist schon einer gewesen. Da war gerade ein Typ, der nicht verkleidet war. Ich glaube, da kannst du gar nicht schon hin auf den Balkon. Oder die Hecken. Nice. Das war Sepp. Sepp hackt. Oh, muss mir nur jemand den Vault aufmachen. Ja, da fahren wir ja Sepp und mich. Ich mach auf, ja. Ich werde jetzt direkt PCs hacken und dann... Ich glaube, ich gehe direkt zum Garten. Einer geht im Garten schon. Ja, ja, den sehe ich hier oben. Oh mein Gott, der ist doch nicht wirklich da hoch. Ja, der ist jetzt da oben gesprungen. Ich hack direkt PCs. Der ist jetzt im Garten, Volt. Oh mein Gott, der steht hinter... Oh mein Gott, wasted! Good job. Da hat einer geschlagen. Ist aber gerade nicht wo. Ich gehört. Leute, Sniper Tower? Es gibt einen Sniper. Ich geh mal kurz auf den Sniper Tower. Ich schieße die Kameras ab. Ja, das ist blöd. Okay, ich bin auf dem Sniper Tower. Der dumme Sack. Irgendeiner ist hier von euch. Ein Spieler. Okay, der Sniper Tower ist insane. Ich dachte, er wäre am Garden Wall, dann war das der andere. Der ist direkt rein. Nee, der ist direkt reingerannt. Okay, das wäre gut gewesen. To know. Scheiße, Alter. Das war nicht gut. Kann jemand Feuer machen? Kann ich sofort, nicht mehr hier ist einer. Bank? Ich bin noch nicht mehr in der scheiß Bank drin. Ich geh jetzt über den Turm rein, oder? Oh, stimmt, ich kann ja einfach mit meinem Grappling Hook nach oben. Einer ist oben auf dem Dach. Einer ist ganz unten. Oben auf dem Turm. Einer ist genau hier. Meinst du, Feuer klappt noch? Ja, jetzt sofort in 3, 2, 1. Feuer ist an. Einer ist immer noch oben auf dem Turm. Oben auf dem Turm und guckt auf die PC-Leute, die haben wieder im Kopf. Das ist eine gute Übersicht, die man hier hat. Abram. Nice. Ja, stimmt. Oben drauf. Das ist aber kacke. Ich komme nicht in die Bank rein gerade. Nein, Botkop. Schmutz. Da war er cocky. Hä? Wo war das? Wieso konnte ich das nicht sehen? Da ist das irgendwo. Botkop Easy hat es markiert. Irgendwo da hatte der Stress. Genau auf der anderen Seite von dir also, aber du hast auch... Oh, Bram hat mich gekillt. Habe ich gesehen. Gell, rot ist er. Er ist auch direkt um die Ecke gegangen.
Einer ist hier draußen noch. Ja. Fuck off. Und Jay verfolgt den. Ich? Und ich habe ihn hier gekillt. Draußen ist Botcop easy. Ist Jay gekillt, nice. Ich habe zweiten PC gehackt. Dritter PC ist auch gleich da. Ah, ich kann Backup Call nur bei dir, wenn du. Ich bin aber da unten gestorben, oder? Ja, ja, genau. Ich kann das aber nicht bei. Das war draußen. Mhm. War ich? Ich hab super Sass auf einen. Ja, super Sass. I need backup. Ja, voll gut, wenn ich meinem Botcop jetzt sagen könnte, verfolg den. Eigentlich sollte mein Backup jetzt zu mir kommen und mir helfen. Hoffe ich. Ist das ein PC? Wird ja wohl ein PC. Wie ist kein PC? Das war ein Botcop easy. Jeder ist hier draußen. Also da. Ja. Jetzt gleich wieder der Vault auf, wa? Sind denn hier noch PCs, außer da? Der läuft hier immer noch rum. Ist der immer noch auf dem Tower, der andere? Weiß ich nicht. Der eine ist draußen. Guck mal, Arcade Room bin ich falsch. Ja, Moment, mach noch nicht den letzten PC. Ich bin gerade in einem Vault drin. Okay, dann mache ich noch nicht. Ganz kurz. Der ist dann wirf das Geld raus, dann hole ich das mir da drunter ab. Ja, mach ich sofort. Aber ich muss ja ganz kurz zumindest. Ich weiß nicht mehr, wo der Grüne hin ist. Muss ich rausholen, Bram? Alles. Jetzt kann, also entweder holst du mich jetzt raus über die Haupttür oder über die andere. Ist mir egal. Wir können Tür gerne auf. Hier draußen ein bisschen spielen, Grün. Gar kein Problem. Also da hab ich. Der Grüne ist reingegangen. Der Grüne kommt jetzt angerannt. Nee. Ja doch, der geht jetzt da lang. Kommt zum Garden Vault, geht er, glaube ich. Nee, zum unteren hier. Hast du denn einen Backup oder sind das meine beiden? Ich weiß das gar nicht. Nee, einen habe ich geholt, weil ich mit deiner Leiche interagiert habe. All Vaults have been opened. Da freut man sich doch schon. Ich weiß nicht mal, wo die ganzen Vaults sind. 1, 2, 3. Geh mal zu der. Ich muss mich heilen gehen. Fällt mir gerade mal so auf. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Okay, wie komme ich da hin? So, Geld liegt draußen. Nice. Ich geh's abholen. Wir haben zweimal. Der Grüne ist rausgerannt. Ist noch mal einer. Zu unserem Spawn. Der andere, den hatte ich markiert. Wo ist denn das Geld hin, Bram? Ach, fuck. Da war der andere. Ach, Mann. Ah! Er hat meine Drohne gefunden. Okay. Die haben mittlerweile 3 Cops. Also 3 Bots. Oh, Geld liegt hier. Draußen. Ab, Christian. Du wirst beschossen. Ihr seid beide raus, ne? Ne, Bram läuft noch rum. Ich lauf noch durch die Gegend. Ah, der ist noch hinter dir. Ich kann Third Person gucken. Kommt. Hinter dir? Ja, ja. Geht nach unten. Bis unten. Ist weg. Okay, also draußen liegen. Sepp macht gerade den Vault leer. Moment, hast du draußen die 28 nicht mitgenommen? Nee, ging nicht. Oh, die liegen hier, aber wer hat die mitgenommen? Die liegen da nicht mehr. Dann hat die. Kann die einer wegbringen? Kann die einer mitnehmen? Nein, dann bleibt da aber immer ein Bombenberg bei. Die Botcops easy, die patrouillieren einfach draußen. Ja, die laufen dann einmal so teilweise draußen rum. Ja. Hauptsache, sie sehen wen, ne? Also, mir scheißegal, wo sie sind. Die helfen ja immer ein. Okay, hier ist auf jeden Fall ausgenommen. Okay, die haben unten ausgenommen auch. Ja, ganz unten. Ist auch ausgenommen. Hier ist ausgenommen. Scheiße. Auch. Aber wo haben sie die Kohle hingeschmissen, ist die Frage. Ne, die liegen da auch noch. Oh, Leute, bin ich nicht tot. Nein, er ist oben im Vault drin gewesen. Ah, fuck, ich hab ihn nicht gesehen, Mann. Ich hab den auch nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Wo ist die Kohle hin? Also, die haben wir noch nicht abgegeben. Okay, ich hab Sepp erwischt, wie der hier am rumsneaken war. Das heißt, Bram ist last one. Aber die Kohle ist hier, die ist weg und er hatte die nicht dabei. Machen die das?
Wo ist die Kohle hin? Konnte der die hier rauswerfen? Ah, der konnte die hier rauswerfen. Oh, lol, als ob. Da, ich habe sie markiert. Von dem Volt, die Kohle ist da, wo ich markiert habe. Ja gut, okay. Will man die jetzt beobachten oder nicht? Ja, gute Frage. Ich versuche da gerade mal hinzukommen, um mir anzugucken, wo das genau ist. Ja, kein Problem. 62.000, 28, genau 90. Wo sind denn die 28? Ja, 10.000 kriegst du auch aus dem Büro oder so. Die liegen da auch manchmal als Geld rum. Oder im Keller gibt's die auch. In dem, da im Conference Room müsste auch Geld liegen, hinter dir, da links. Ist einmal Akten. Oder Akten? Nee. Aber du kannst dir so einen Donut gönnen. Stimmt, damit du mehr Leben hast. Aber ja, hast du wo fünf. Sind denn deine 28? Die liegen auf der anderen Seite. Da hinten. Bei dem. Okay, du musst die 28 holen, draußen die. Oh Gott, der hat dich gesehen. Ja, hat er gesehen, ja. Aber macht ja nichts. Draußen der Volt ist noch auf voll. Gut. Brock ab. Ja, bleib mal da, Botcop Easy. Ich hab mal Botcop Easy auf die Stelle gesetzt mit der Kohle. Ja, das ist natürlich nice. Gucken, ob der da bleibt. Bestimmt nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Da liegt noch Geld, Bram, hinter dir? Da auf dem Schreibtisch. Ja, ich weiß, aber da lief doch gerade einer. Unten ist einer. Unten ist einer gelaufen. Jetzt hättest du die. Jetzt hast du es genau. Ja, das heißt, ich gehe hier raus. Ich gehe hier raus. Ey, komm, es ist 5 gegen 1, ey. Das muss ja jetzt klappen. Schon ganz eine Scheiße, wenn nicht. So, okay. Die Vault ist. Die Vault haben wir vielleicht noch. Vielleicht ist die Vault noch. Also, Moment, die ist ja auch leer, ne? Das war ich mit dem Piepen. Ja. Vergessen, wo der Aufzug zu dem Sniper. Okay, hat er vielleicht gerade aufgepasst? Hat er vielleicht gerade aufgepasst? Ja, ich komm da nur gerade nicht wieder hin. Map Vision und alles. Oh Gott. Ich guck gerade unten hinter dir. Da ist. Er ist weggelaufen. Den Sprung schaffe ich, oder? Oben war. Er. Verkleid dich. Oder ist er nochmal? Yes. Verkleid dich als Polizist. Du hast unser Mate getötet! Hat den Falschen gekillt. Der andere wird gleich angerannt kommen. Da ist er. Hä? Lol, Peter hat ihn erschossen. Oh nein. Schade. Oh, Peter hat den erschossen. Oh, Bram, du hast das gut gemacht. Alter, dass der Botkopf auf aber mich schießt. Aber nice, ist eine Runde geworden. Also ich verstehe warum, aber das war doof. Peter hat erstmal Teamkills gemacht. Peter macht Friendly Fire, yeah. Das war fail, ey. Aber gut, dann habe ich wenigstens auch den richtigen getroffen. So. Ja, ja. Nice. Aber okay, lustig. Das war eine crazy Runde, muss ich mal sagen. Das war ja, cool, ja. Da fehlt ihm das Einschalten. Boah, Peter, Junge, wenn der Botkopf nicht gewesen wäre, dann hätte ich euch noch besiegt. Ja, oh, das kann ich mir gut vorstellen. Da musst du noch einmal rein Geld holen. Einmal, ich musste einmal ums Gebäude nur rumlaufen, das Geld einsammeln, überall rausgeschmissen wurde. Unlucky. Kann sich auf die guten Bots verlassen. Oh, schöne Scheiße. Runde Perfect heißt zweimal wieder, wenn es euch gefallen hat. Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.